So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2020. Wir sind aber noch dabei. Und unsere Team-Karriere. Wir sind zu Gast in Großbritannien und heute gibt es das Qualifying. Und ja, gehen wir rein. Es regnet. Das regnet leider. Und da waren wir im zweiten freien Training nicht gut. Nicht an der Spitze, sondern nur auf Platz 6. Aber wie gesagt, da sind einige Fahrer noch Fullbett gefahren. Da sind einige Fahrer gar nicht gefahren. Ich glaube, 4 an der Zahl waren es. Also, noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Mal gucken, was im Finale rauskommt. Ich hätte es natürlich gerne wieder im Trockenen gehabt, aber ist halt einfach so. Schauen wir mal, ob wir auch im Regen schneller sein können als alle anderen. Dauert jetzt einen kleinen Moment, bis der hier irgendwie sich mal was zurechtgeladen hat. Das nervt mich. Also, die Ladezeiten nervt mich tatsächlich. Also, jetzt geht's los. Okay, genau. So, da saßen wir in unserem Auto mit dem Tablet in der Hand und ja, wie gesagt. I'd take a set of intermediates in these unpredictable conditions. 2 Versuche hätten wir. So, dann fahren wir mal raus auf die Strecke. Ja, großer Favorit ist für mich tatsächlich momentan Alexander Albon. So, die ersten fahren natürlich raus, ein Red Bull und vor uns ein Racing Point und dann wieder. Alle vorne steht noch ein bisschen in der Straße, in der Box. Doch dahinter kommt noch was. Williams dann. Ich gehe natürlich auf das Trocken-Setup, das ist mir schon klar. Nur ein leichter Veränder, wie gesagt, ihr braucht einfach beim Interwetter. Eigentlich nur das Trocken-Setup, nehmen wir die Frontflügel um 2 hochzustellen, das funktioniert quasi. Ist mir dann, habe ich, es mir tatsächlich so aufgefallen, dass ich in Belgien gefahren bin, da war es ja genauso das Wetter. Einfach die das Flügel 2 hoch funktionierte dann auf einmal. Na gut. Schauen wir mal, ob wir heute hier was reißen können. Am heutigen Tage. 18 Minuten, davon sind jetzt schon gute anderthalb weg. Also wir haben 2 Versuche definitiv. Zeit läuft natürlich noch nicht für uns, also unsere Schnellrunde läuft dann. Ja, ich mag Großbritannien, ja. Es ist einer meiner Lieblingsstrecken, also der, gut, damals in der Sonntagsliga durfte ich da nicht fahren. Das heißt, durfte ich nicht fahren. Ich konnte nicht. Es ging einfach in dem Moment vom Privaten her nicht. Da muss ich ja leider auch sagen. Aber gut, ist halt dann leider mal so. Nee, geht halt. Sind halt Dinge, die vorgehen. Dafür sieht das jetzt hier in meiner MyTeam-Karriere. Mit unserem Brown GP. So, wenn mir der Magnus nicht blöd im Weg steht, das hat er nicht getan, Gott sei Dank, hat funktioniert. Weil das wäre nämlich blöd gewesen, wenn er aus der Box rausgekommen wäre und uns dann noch im Weg gestanden hätte. Und gleich mal gucken, wie die Zwischenzeiten jetzt gleich sind. Das wissen wir dann gleich, wenn wir eine fixe Zeit haben. Ich weiß nicht, was der Albon eben gefahren hat. 38,6 glaube ich war es. Und wir waren bei 40,1. Aber das ist natürlich jetzt kein Vergleich, da wir jetzt etwas mehr Benzin mitnehmen. Also wir waren ja jetzt auf Max und da war es ja auf nur auf Fett. Deswegen ist der Vergleich da. Aber irgendwie in eine grobe Richtlinie. Ich vermute, dass wir so 38,3 fahren müssen, um oder vielleicht 38,0 auf eine schnelle Runde, um auf die schnellste Runde zu kommen. Aber egal, schauen wir mal. Ist momentan nicht so. Ich kann leider keinen Vergleich setzen. Ich habe keine Zwischenzeit. Ich habe keine. Nichts.
Hier ist auch, da haben wir doch schon die Zwischenzeit. 37,3 sogar. Boah, aber hatten wir einfach die Zeit rausgepackt. Die kriegen wir noch never ever geknackt. Hey, vergiss es. Ja, vergiss es. Also, das sind 2,7 Sekunden hinter Alexander Albon. Also, das ist eine Bombenzeit von ihm gewesen. Und ich sag ja, der ist für mich der Haushofer-Favorit hier. Also, hinter Perez sogar zurückgefallen und vor den Williams. Also, was ist der Albon, die da rausgeht? Der Red Bull funktioniert wahrscheinlich. Lewis Hamilton nach da. Der haut auch nochmal so eine Zeit raus. 36 irgendwas. 36,8, 36,9, glaube ich, Dreh rum. Also sind über 30 Sekunden. Also never ever komme ich daran an die Zeiten. An die Spitzenzeiten. Also die Pole wird, ist gerade so ein bisschen in weit, sehr, sehr weite Ferne gerutscht. Fahrer vor mir. Nick ahead, their best lap time is a 1:39.8. Mit ein bisschen Glück kriege ich jetzt von Mick die Zeit geknackt. Das heißt, mir von Mick, ich bin, wenn alles gut läuft, will, fahre ich jetzt 39,4, 39,3. Ja, die Mick-Zeit habe ich gerade so gepackt. Boah, Alter! Gasly Magnussen, ne? Ja, vor was habe ich jetzt... Also das war eine leichte Berührung bei Gasly, ja. Also der ist aber auch voll stehen geblieben. So, ich nehme jetzt mal nicht die 5 Sekunden mit. Und wenn sie da jetzt sich im Blöden Weg selber im Weg stehen, fahre ich da vorbei. Ja, jetzt stehe ich dem guten Magnussen selber im Weg. Also das war jetzt definitiv blöd. Also jetzt gerade, es ist gerade die absolute Zwischenhand in diesem Qualifying-Sitz. Ja, und irgendwo ist gerade eine Meldung reingegangen, dass irgendwas am Arsch ist. Frage, was ist denn das? Ist das die Reifen? Oder die Bremsen? Wie auch immer. Komm, jetzt fahr mal vorbei, bitte. Oh, Alter! Bottas jetzt auch noch. Aber irgendwo... Ja, das Getriebe. Das ist über 50% alt, also müssen wir also im nächsten Rennen das, vor dem nächsten Rennen das Getriebe rausnehmen. Aber das können wir ja dann. Das kann ja dann weg. Ocon. Und das haben wir auf Mager fahren eigentlich. Ja. Zeta, also wie gesagt, wir kommen momentan überhaupt nicht auf die Position. In die Position da irgendwas zu reißen. Wie gesagt, wenn du mir denkst, dass die Spitze fast 30 Sekunden schneller ist als wir. Ist das schon irgendwo hart. Jetzt sind wir momentan nur auf 13. Also wie gesagt, sind nämlich gerade so ein bisschen in Frankreich, der Grand Prix. Also da hat es ja auch überhaupt gar nicht funktioniert. Es hat
so gut funktioniert im freien Training und jetzt funktioniert so gar nichts mehr, ey. Also der Pole kann man zuerst ab. Abschwingen, 14. Dezember. So, aktuelle Bestzeit 36,8 für Lewis Hamilton. Also das ist mal so die nebenbei. Und wir haben momentan 2,5 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Und stehen nur 14. Und da sind Latifi nicht gefahren, da sind Gasly nicht gefahren, Ocon nicht gefahren und Russell nicht gefahren, weil Russell jetzt gerade auf die Zeit geht. Gut, dann gehe ich kurz auf Toilette und wir sehen uns gleich wieder. We're now down to our last set of fresh intermediates. Our best lap so far is a 1:39.3. Light rain will stay with us for at least 20 minutes, maybe more. Light rain is here to stay. We're 22nd in the speed trap, 318.6 kilometers per hour. It's pretty quiet out on track. We should consider getting out there. So, da bin ich wieder. Letzten knapp 7 Minuten, die uns jetzt noch anstehen. Momentan stehen wir nur Platz 18. Da muss man noch mal ein bisschen was arbeiten, ne? Jetzt gucken wir gerade, ob wir hier noch irgendwie was ändern können. Ich fahre schon noch mittlere Traktion. Ich kann ausstellen, traue ich mich nicht. Aber wir wissen noch mal. Letzter Versuch. Aber der funktioniert oder es funktioniert jetzt nicht. Everyone ready? Okay, let's go. Bei Platz 18 ist eine definitive ist eine Klatsche. So, 6 Minuten noch, wie gesagt. 1, 2, 4, 6, 7 Versuche kriegen wir noch hin, vielleicht. Mal gucken, damit sind wir so mindestens wieder wegzukommen. Ansonsten ist das hier wieder so ein rabenschwarzes Rennwochenende hier in Great Britain. Oder zumindest der Verdacht. Gerade was die Punkte betreffen würde. Und vor allem auch die Realität mit Sebastian Vettel. Also, hier, wenn wir hier eine Klatsche bekommen, hier wirklich mit beiden Autos raus, dass das aus den Punkten sieht. Dann müssen wir mal gucken, was Renault verzaubert. Und das würde es weit, weit zurückwerfen. Vor allem der Sieg im letzten Rennen hier in Österreich will ich ja hier ein bisschen was wieder mit dran anknüpfen. Aber wie gesagt, so wie das momentan aussieht, oh, das ist eine schwere Stück Arbeit. Ja, wie gesagt, kann alles passieren.
So, jetzt gebe ich noch mal ein bisschen Gas, versuche es mal. Aktueller Rückstand 2,5 Sekunden auf den Führenden. Das ist Lewis Hamilton. Gerade geholt. So, ganz vorne wird es nicht reichen. Die Frage ist, wie weit geht es da vorne? Scheiße! Und dann kommt mir das Heck und dann unnötigerweise. Da verliere ich immer gute halbe, fast eine halbe Sekunde. Was für eine Klatsche! 1.18. momentan noch. Wir haben echt, wir haben übel Zeit verloren. So, natürlich ist jetzt hier übelst Verkehr drin. Arno Giovinazzi, der momentan vor uns liegt und jetzt im Weg steht. Und damit ist die Runde eigentlich schon, da, schon durch. Der an dem Links kommen wir nicht vorbei. Ja, wir haben am Ende verloren. Wir haben am Ende richtig Zeit verloren. Dass wir nochmal in den letzten Kurven nicht das Heck gegangen. So, Perez jetzt vor uns. Halbe Sekunde Rückstand. Das habe ich jetzt noch groß geholt. Die Frage ist, wie viel wird es am Ende noch? Wie viel Schadensbegrenzung gibt es am Ende noch? Ja, pass auf. Gut, 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 gut. Das wird nichts. Wir stehen ganz quasi fast am Ende des Feldes. Das werden wir hier jetzt nochmal extrem zaubern. Es ist gerade so noch Platz 17 geworden. Es wird wahrscheinlich sogar noch schlechter werden. Also ich gehe davon aus, dass wir den 18 Platz sogar behalten. Weil wir jetzt abbrechen müssen, weil wir schon zwei Versuche auf dem Reifen haben. Also Giovinazzi habe ich noch kassiert, ja, mehr aber auch nicht. Das wäre dann momentan Reihe 8. Das ist eine faustdicke Klatsche. Da war definitiv, was die Trainings betrifft, also die Trainingszeiten betrifft, definitiv mehr drin. Wenn du bedenkst, dass wir auf Platz 1-6-1 standen. Und dann im Qualifying so weit nach hinten gedrückt werden. Puh. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, dass wir hier alles jetzt vorbeilassen. Dann Giovinazzi vorbei, dann hinter uns die beiden Haas. Dann den Williams, dann unser Teamkollege und dann der zweite Williams. Ja, und den lasse ich natürlich jetzt ziehen. Magnussen, der vor uns stehen wird. Voraussetzung, er kriegt natürlich keine. Kriegt keine Glitchau. Zeit ist beendet. Wir kommen nicht weiter nach vorne. Es ist Minimum der 17. Rang hier in Großbritannien. Und das ist eine dicke, dicke, dicke Klatsche. Und da bin ich nicht zufrieden mit. Definitiv nicht. Russell auf 14. Ja, ich hatte gehofft, irgendwo so Top 6, 7 mit ein bisschen Glück reinzurutschen. Jetzt sind wir doch 18.
Weil sich jetzt Raycon noch verbessert hat, dann stehen wir tatsächlich doch noch in Reihe 9. Ist mir gerade auch herzlich egal, ob ich die Strafe bekomme. 19. Giovinazzi vorbei. Also da stehen da hinten mit so einem, quasi mit dem Teamkollegen. Schumacher geht dann hinter uns auf Reihe auf 20. Ja, und dann fährt Walter Bottas so schnell zur Runde und sich die Pole. Und wir stehen am Ende auf Platz 19. Na, Happy Birthday. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Bottas, Albon und Lewis Hamilton. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Ja, es ist Platz 19 am Ende tatsächlich. Also Reihe 8, da waren wir nämlich auch zwischendurch mal kurz. Sind die Haas, dann Reihe 9, Raycon, Giovinazzi, das Alpha-Pärchen und dann stehen wir vor unserem Teamkollegen und die Williams. Also letzten vier Reihen sind vier Teams dabei und wir mit beiden Autos hinten dabei. Letzte Saison nur Platz 21, da hat es Mix auf 5 geschafft. Die Frage ist, was ist dieses Rennen drin, ob wir hier nochmal was holen. Nach der Pole im letzten Rennen, hier jetzt Platz 19, sind wir definitiv auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Und da ist Vettel so ein bisschen rausgeholt jetzt wieder. Na gut, schauen, was drin ist. Was final drin ist, ob sie noch eine Möglichkeit gab, Punkte mitzunehmen. In Frankreich haben wir es auch mal auf 6 geschafft, durch die von soweit von 14. So, gut. Ja, schauen wir mal. Wir sehen uns morgen wieder dann mit dem Rennen und dann 13 Runden. Versuchen wir so weit wie möglich irgendwie Schadensbegrenzung zu betreiben. Wie gesagt, Platz 19. Mal gucken, wie die Strafen am Ende noch final aussehen. Aber mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin und ciao.